Herzlich willkommen, liebe Leute. Oh, ey. Das ist ja ein Weg hier, Junge. Ob da vielleicht noch ein Hochofen ist da unten? Nee, hier, okay, hier sind Pilze. Da ist er. Die steht da unten einfach. Im Nichts. Die heißt Dora. Nee, die kann's nicht sein. Hast du Newton im Klunkerdorf schon gefragt? Wenn er nicht in an Hörks Regeln hält, hat er vielleicht noch Reserven. Okay. Ja, ja, und Newton sagt. Bla bla bla. Sehr gut. Du brauchst Öl. Weiter. Hat den Besitz von Öl unter Strafe geschätzt. Natürlich haben wir uns nicht daran gehalten, aber für unsere Verteidigung und den Burgumbau mussten wir alles verkaufen. Hier im Dorf ist nichts mehr, aber wir haben noch Öl in der Höhle unter diesem Dorf. Das habe ich überlesen. Okay, also heißt das, da müssen wir runter. Wollen wir da einen Fahrstuhl hinbauen? Das könnten wir hinkriegen, warte mal. Oder gibt es da vielleicht schon einen Fahrstuhl? Ich habe ja hier schon einen Fahrstuhl. Sehr gut. Dann quatsch ich mal mit dem Kasper, das ist der, der unten gehackt hat. Okay. Pass auf, ich komm rüber. Ich könnte ja das Katapult mit rüber nehmen, dann können wir rüberspringen, das ist auch cool. Wir hätten auch gleich auf die Idee kommen können, von der anderen Seite uns hierher durchzusprengen, ne? Nee, Rocky ist es nicht. Ich habe 38 Lebenspunkte, ne? Toll! Jetzt bin ich von dem scheiß Fahrstuhl gefallen. Das macht nichts, da kannst du von unten drunter stehen, musst du Leertaste drücken, dann komm. Genau. Hab ich gerade gesehen. Wo bist du denn? Aber hier ist doch nirgendwo einer. Ach so, übrigens, wenn wir dann eh mal das Öl gefunden haben, dann wirst du einen Eimer brauchen, um es mitzunehmen. So, ich komm mal gucken. Wo ist denn jetzt? Ich glaube, ich hörte Schaufel. Ach ja, genau. Hier ganz links war ja der Fahrstuhl, das stimmt. Das war ja unser allererster. Das war ja unser allererster Punkt. Ne, ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt hier eine Höhle suchen, eine richtige. Wo ist jetzt die Höhle hier? Ich weiß nicht. Da drüben. Wir haben doch vorhin irgendwo eine Höhle gesehen, oder nicht? Weiter oben ein Stück, ja? Fahr mal hoch, warte mal. Fahr mal hoch, wenn ich dranhänge, jetzt. Bringt das was? Mal gucken, ob ich da rauskomme oben. Hier, glaube ich, ne? Ich grab mich mal ein Stück gerade rein. Ich versuche mal, die Bomben nicht zu sprengen. Achtung. Ne, hier ist nur Eisen. Achtung, geh weg. Gleich knallt's. Das war so klar. Hier sind wir falsch, aber wir können jetzt hier unten nochmal gucken, ob wir hier durchkommen. Ja, genau. Wir haben die von der anderen Seite aus gesehen. Wir haben vom Wasser aus eine Höhle gesehen, glaube ich. Ah, da ist was. Da ist was. Hier ist Kohle. Hier ist eine Höhle. Guck hier, ich habe eine Höhle. Jawohl. Da drüben ist auch ein Hochofen. Das ist der, den du meinst. Ja. Guck das. Hier drüben den ist der. Hat er gemeint. Genau, da steht er unten drunter und da drüben ist ein Hochofen. Guck. Ja. Wenn wir jetzt ein Lehm hätten, wird man natürlich richtig gut dahin kommen. Aber jetzt müssen wir erstmal eine Brücke bauen darüber. Ach komm, da kommen wir doch nie hin zu dem. Oh, nee, ey. Meine Frau hat 2 Minuten Sächsisch erhalten. Oh. Na, Alpha Bibsch, das kannst du doch mal machen. Ich könnte es nicht. Ach, meine Frau hat auch. Meine Frau ist selbst. Ach, das ist ein Fahrstuhl, na prima. Die kann selber super sächsisch mittlerweile. Oh, kann die sächseln. Oh, ich hab mich nicht verbrannt da unten in dem gelben Ding. Zum Glück. Ja, oh, meine Frau übersetzt immer für meinen Sohn. Achtung! Doch, es ist doch Feuer! Oh. Nein. Ich bin's verbrannt. Haha. Naja. Das heißt, wir müssen da unten die Lava irgendwie zumachen. Ey, wir brauchen einen Eimer. Müssen wir nicht. Wieso nicht? Also du bist da drüben angekommen, okay. Wo? Was war? Weißt du, wo ich bin? Oh. Oh oh.
Komm, kommt nicht zu mir, kommt nicht zu mir. Okay, vielleicht kann ich dir helfen. Nicht so hastig. Es gibt am unteren Ende des Fahrstuhlschachts einen Weg, der zu einer Kammer führt. Sie ist zwischen tief unter diesem Lavasee begraben. Aber die Wände sind aus purem Granit, also denke ich, dass die Höhle noch intakt ist. Ich glaube, da baumel ich gerade. Ich brauche einen Schlüssel. Für einen Goldbarren kriegst du den. Na okay. Ja, toll. Also lass erstmal Gold suchen und ich gehe erstmal schön baden wieder in der Lava. Ah, okay, Nuggets. Wir brauchen Gold-Nuggets. Das, daran sollst du nicht scheitern. Daran sollst du nicht scheitern. Scheiße, hier vor. Das war gut. Der war gut. Also Gold-Nuggets kriegen wir hin. Wir müssen erstmal die Lava da unten irgendwie rauskriegen aus dem Dreckloch. So, das war let's go, der Buddelhansri. Magima habe ich nicht bezahlt, hat meine Frau geschrieben dafür. Oh ne. Ich mache das wirklich nicht gerne. Ich weiß gar nicht, warum ich das jemals da eingebaut habe. Ich muss wieder ausbauen. Ah, guck mal, das ist eine gute Idee. Hast du gerade das Wasser da unten zu Granit gemacht? Mit Granit das. Das ist eine gute. Ne, das ist eine herausragende Idee. Das klettert auch mal. Probier halt mal so à la Minecraft, wa? Warte mal, es ist. Nee, es ist nicht weggegangen. Aber rechts die Lava ist verschwunden, wo du jetzt gerade bist. Ja, war hier auch so viel Lava? Ja, da war ein ganzer Turm. Okay, wie kriegen wir denn das? Ob das Wasser. Ja, guck mal, hier, du hast recht. Du hast recht. Siehst du das? Pixel für Pixel geht's weg durchs Wasser. Also müssen wir den ganzen Fluss hier immer runterlassen. Jetzt wird's lustig. Jetzt gehen wir in Hände. Was wir jetzt machen, ist folgendes: Wir fluten richtig, aber richtig ordentlich. Der Fahrstuhl ist kaputt. Okay. Nee, hast du kaputt gemacht? AlkaGamer schreibt: Danke, Markim. Hä? AlkaGamer hat im Chat geschrieben: Danke, Markim. Vielleicht, weil du sächsisch geredet hast. Guck mal, kommen wir denn irgendwie da oben ran an das Hauptwasser, an den Riesensee? Ja. Nein! Oh, ich krieg ja gleich einen Anfall. So, warte mal auf. Ja, ich bin dran. Ah, du bist. Ah, okay. Du bist da. Okay. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt von unten nach oben einfach. Ne, nach oben geht nicht. Du musst schräg, ja genau. Du musst schräg nach oben. Achso, da hast du es. Jetzt wird's. Oh, cool. Wo ist es? Wo ist es, das Wasser? Wo ist es? Ja, alles gut, alles gut. Jetzt kommt's. Alles klar. Ja, wie geil. Das hast du super gemacht. Oh, jetzt schloss alles ein. Nicht so schlimm, warte, ich mache jetzt hier den noch. Da unten ist noch mehr, okay, wir haben noch genug Wasser hier unten drin. Das ist geil, ey. Auch dieses, also, das war übrigens schon früher so, ne? Pixel für Pixel wird das Wasser dann mehr oder eben die Lava weniger. Pass auf, jetzt hole ich noch den hier. Aber hier ist das die Höhle übrigens, die da meinte, hier wo wir gerade sind? Möglich. Was sollen wir jetzt hier suchen? Einen Stein? Schlüssel. Ein Schlüssel? Da müsste doch eine Kiste hier sein oder irgendwie sowas. Aber hier ist gar nichts, ne? Ich sehe auch nichts liegen hier. So, ich klemme mich mal wieder hinter den Büchel. Hase, in einer Stunde würde ich dann loswollen. Ja, ist okay. Ja, das passt locker. Das kriegen wir hin. In einer Stunde. Ist das die falsche? Warte mal, was ist denn hier noch? Da unten? Oder soll es da unten sein? Da müssen wir noch mehr Wasser holen. Ich gehe mal nochmal nach Wasser gucken. Pass mal auf, ich hole mal noch was.
Ja, oben wäre noch eine Reserve, glaube ich, rechts. Wenn ich herauskomme. Das war's, Martin. Soll ich helfen? Kommst du hier raus? Ja. Wie denn? Siehst du gleich. Ach so. Kommt der bisher her, der Fahrstuhl? Ich verlasse mich mal lieber hier drüben auf. Ich glaube, der Fahrstuhl hängt fest. Das kann möglich sein. Dann müssen wir jetzt hier über die Lava drüber. Das war's. Warte mal, ich lass mal Lava runterfließen. Und dann müssen wir hier rüberklettern. Guck mal. Ohne reinzustürzen. Dann können wir hier das Granit abbauen, warte. Ich weiß auch nicht, was das hier ist, was hier runtergefallen ist. Ach so, bei mir steht, dass der Marki mir ein Monat Quitschi-Abo geschenkt hat. Ja, das stimmt. Der Marki hat vorhin tatsächlich 5 Abos verschenkt. Was? Ja gut, das können wir ja noch machen hier, weil da unten ist ja kein Problem. Weil das ist ja so. Jetzt müsste die Lava gleich abfließen hier, ne? Deswegen danke. Okay, vor einer Stunde war das. Ja, das stimmt. Da oben hängt der feste Fahrstuhl. Sollen wir mal, sollen wir da das wegsprengen? Oh, ja. Okay, dann spreng ich den Fahrstuhl mal frei. Weil das eine gute Idee ist in dem Fahrstuhl. Ich spreng den mal weg da oben. Dazu muss ich aber hier rüber. Dann da hoch. Komme ich hier hoch? Ja. Und dann mache ich den Fahrstuhl hoffentlich nicht kaputt, weil ich jetzt da sprenge, warte. Achso, warte mal. Früher ging das auch so, ne? So, jetzt geht's nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da drüben das Eisen wegkriegen, ne? Und nochmal. Und da unten nochmal. Kommt der jetzt? Oh, Fahrstuhl ist unten. Was? Jetzt haben wir noch ganz, ganz viel Wasser. Da ist ja noch mehr Lava. Gehen wir da hoch. Ja, Alkamer, das hast du richtig erkannt. Das war ungefähr vor einer Stunde, hat der Markin das gemacht. Oh. Der hat mich voll in der Kalten erwischt. Kam einfach rein und hat einfach zack, bumm, 5 Abos verschenkt. Von da bist du ja reingegraben gewesen. Weil wir keinen Eimer haben, habe ich auch kein Lehm. Aber da unten ist noch einmal Lehm, das können wir auf jeden Fall ausgraben. Weil wir brauchen wahrscheinlich irgendwann Lehm, um da noch hochzukommen. So. Oh. Ich guck mal, wie viel mehr hier überhaupt noch ist. Da dürfte genug mehr sein. Ja, hier ist noch. Ah, okay. Okay. So, ich bring jetzt mal das Wasser mit. Warte. Dann machen wir es einfach hier rein, oder? Warte, machen wir es hier so. Blöder Stein ist da noch im Weg, das ist das Problem. Ja, Moment, bin doch schon dabei. Nee, alles gut, jetzt, da haben wir nochmal Wasser geholt, so. Und jetzt wird's aber problematisch, weil das hier ist doch falsch. Wenn ich jetzt hier das Wasser wegpumpe, das ist keine Hilfe. Das ist keine Hilfe mehr. Oh, jetzt hast du gerade in die andere Richtung. Na gut, ein bisschen was kam jetzt nochmal, ne? Ja, ja. Na gut, was soll's? Das müssen wir halt irgendwie sehen. Das muss ich mal von unten gucken. Bring mal bitte Bomben mit. Okay, also Bomben können wir, das müsste frei zu buddeln gehen da unten. Das Nein, eben sein. Nicht. Da ist Stein. Ah, okay. Warte, dann gehe ich mal gucken, wo ich Bomben finde. Hier drüben sind gerade welche, genau. Genau vor mir habe ich welche. Ach so, aber hier ist auch alles geflutet, da komme ich nicht ran. Warte. Was ist denn das? Lohnt sich das hier? Nee, lohnt sich das nicht. Komm mal rüber. Zu dir, hast du Bomben? Nein, brauchst du nicht. Okay. Ich habe hier irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Warte. Ich komme mal angeschwommen. Diese Tür braucht einen Schlüssel. Okay, eine Tür hast du. Okay, wo pass auf, denn das du? Ich komme. Ich bin auf der anderen Seite schon wieder. Ich habe Wasser reingeholt noch. Ach so. So, jetzt muss ich gucken, wo du bist. Hier links von mir. Ja, ich bin unten am Fahrstuhl. Genau. Ja, okay, ich sehe dich. Hier sind Bomben zum Freigraben zum Beispiel. Okay, wo ist die Tür?
So, pass auf. Links rüber. Ah, da drüben. Da ist ein Sägeblatt. Nee, nee, das ist die Tür. Wenn ich jetzt, Ja, ich habe auch keinen Schlüssel, ne? Genau. Du kannst die Winde hier, die Seilwinde sollst du irgendwie betätigen, ne?